Willkommen zurück zu FIFA 13. Wir machen weiter. VfB Stuttgart gegen FC St. Pauli, Dritter gegen Erster. Heim- und Heimtrikots werden das. Das habe ich schon mir gedacht. So, Startelf. Bei uns verändert sich wie immer nicht, außer der Tatsache, dass Bartels gesperrt ist. John im Tor, Duan Zabana vorhin ist in Abwehr. Dauer Bartels, Bayer schon im Mittelfeld. Wie gesagt, Bayer natürlich Bartels natürlich gesperrt. Sein Pinier und Team Sturm. Nur mal so gesagt. Ulreich im Tor. Sakai, Taski, Niedermeyer und Molinaro in Abwehr. Quist und Kuzmanovic eben im Mittelfeld. Über rechts kommt Hanik. Heinerl ist verletzt und Okazaki über links. Misevic im Sturm. So, Spielerstellung müssen auf Mittel gestellt werden, da wir ja auf leicht im letzten Spiel gespielt haben und da nicht so brilliert haben. Aber naja, gut. Die Halbzeittabelle ist erst ausgespielt, wenn wir dann im nächsten, wenn wir dieses Spiel hier dann beendet haben. Hoffentlich mit einem Sieg, dann haben wir 14 Punkte Vorsprung und das wäre natürlich gut. Nur zweimal unentschieden. Ich weiß, ein Unentschieden war gegen Mainz, aber das andere war gegen Mainz. 3:3 damals. Daran kann ich mich noch so gut erinnern. Der Part ist eh lang her. Aber trotzdem, daran kann ich mich noch so erinnern. Zumindest nur an das Ergebnis und das wird auch unentschieden gespielt haben. Was? Stöger? War der mich komplett natzen oder was? Also wir schauen uns gleich nochmal an. Wert von 77 haben die insgesamt. Bisovic im Vergleich mit, wer ist denn das? War das Stöger? Wenn der Pass jetzt da kommen würde. Nach vorne. So, Funk vertritt mal wieder einen gesperrten Mittelfeldspieler. Aber wir kennen ja das Prozedere schon. Okazaki. Wer ist denn der Kleine da? Stöger, tatsächlich. Wie groß ist der Kerl? Okazaki schon 1,74. Aber Stöger? Wie klein ist denn der? Ja, woher weiß ich, dass Okazaki 1,74 cm groß ist? Das müsste mich jetzt nicht fragen. Steht nicht zur Debatte. Uiuiui, und Ulreich hält schon mal die erste Probe. Wir sind ja sogar in der Mercedes-Benz-Arena, das ist gut. So, Eckball kommt, T steht da, will köpfen, köpft aber nicht gut genug. Na, kommst du. Na gut, lass ihn halt laufen. Er kommt eh nicht weit. Guck da, Zambrano ist wieder dabei. Da ist er dabei. Komm, mach den Robben. Oh, oh. Ja, Salik mit dem 1-0. Wir spielen leider auswärts, gibt nicht so viel Money am Ende, aber trotzdem, Salik schön behauptet und da ist das 1-0. Klappt doch besser gegen Nürnberg. Klappt doch besser wie gegen Nürnberg. So. Wir haben das schon mal geklärt. Nicht beschweren. Ei, ei, ei. Boom, oh. Boom, oh. Was macht denn der? Torante, oh, klasse. Zambrano, klasse. So, hier, lauf mal. Achso, hey, wo läuft denn der? Ich weiß, du stehst mir abseits. Warum macht er keinen Fallrückzieher? Das wäre so cool gewesen. Mehr oder weniger. Salik will da zum Kopfball. Der war viel zu klein und der Ball auch viel zu hoch geflogen. Achtung. Eieieiei. Zambrano kommt da gerade noch so zur Grätsche. Und an den Ball. Übrigens, diese Linien da, die mache ich mit der Pfeiltastatur. Ich glaube, die kann man mit. Kann man. Die, mit jeder Tastatur. Keine Ahnung. Ja. Okay. Eckball Nummer. Keine Ahnung, 1. 1:1, weiß nicht.
Daube! Daube! Pena hat zu wenig Reaktionsvermögen. Viel zu wenig. Da muss er im Prinzip eigentlich direkt abschließen. Also Volley. Oder halt den Ball eine Sekunde halt dann annehmen, aber was der so lange da braucht, das weiß ich auch nicht. Na gut. Zumindest gilt es nicht dann als Torschuss. Weil wir wollen ja die Effizienz hier leben lassen und nicht tausende von Chancen haben und dann geht nur einer davon rein, ne? Das wäre ja peinlich. Aber manchmal kommt das halt so. Jetzt spielen die mal schneller, die Stuttgarter. Sind ja auch Dritter in der Tabelle hier. Wie die auch immer das geschafft haben, ich weiß es nicht. Hä, kein Problem für Schauner. Schindler, klasse Ball. Da muss Pinier genau auf diese Position hier laufen. Mein Gott. Spring doch hoch und nimm den Ball mit der Brust an. Okay, war auch ein bisschen schwer, aber trotzdem, man kann es ja mal versuchen. Man kann ja wenigstens springen. Durch Longshot? Nee. Boah! Ja gut, das war natürlich geschenkt. Das auch, aber gut, dass der da ins Straucheln kommt. Oh, was ein Ball. Oh mein Gott, war der klasse. Oh mein Gott, ich habe einfach A gedrückt. Aber dass der Ball dann in den Lauf kommt von Benia, wow, Wahnsinn. Ah, jetzt habe ich, glaube ich, verstanden, weil der Pfeil hat genau auf den Punkt gezeigt. Und wenn man den Ball dann dahin spielt zu dem Spieler, dann spielt er den nicht direkt auf den, sondern halt auf den, auf die Pfeilspitze. Gut zu wissen, ne? Good to know. Es war kein Foul, es war nur Halbzeitpfiff. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Viel los hier, nur zu 2. 1 zu 3 Torschüsse, 42% Ballbesitz nur für uns. Aber das wissen wir ja mit dem Ballbesitz. Mal sehen, ich will das wieder ausprobieren. Ja, ja. Aber vorhin hat es geklappt. Funk. Bleiben beide an Ibisevic hängen, glaube ich, war das. Der wäre nicht schlecht gekommen. So, jetzt ab in die Mitte. Achso, T ist das, der, wo da in der Mitte will. Könnte mal da kommen. Funk! Boah. Ulreich reagiert spät, aber trotzdem noch gut. So, werden wir wieder Gebrauch von dem hier. Nee, die laufen ja alle weg. Scheiße, habe ich ganz vergessen. Aber T bleibt da. Es reicht nur einer aus, wenn der steht. Aber er muss da stehen halt. Und T macht das Tor. Nicht schlecht. Schöne Flanke von Daube, glaube ich, war es. Und dann hier T mit dem Kopf. Unhaltbar. Unhaltbar. Ins Eck. Für Ulreich. So, 3-0. Kann mich noch an die packenden Ergebnisse erinnern. DFB-Pokal, glaube ich, 6-3 war das gegen Stuttgart damals. Also da sind viele, viele Tore gefallen. Kazaki, Bisic. Was? Achso. Okay. Ja, nee, so geil war der nicht, der Ball. Ja. Puh. Muss natürlich der in der Mitte sein. Und Salik ist da und die. Holy shit. Holy shit. Kopfball klasse, aber wohl recht gezogen, nicht platziert genug. Und aus dem Winkel dann noch zu treffen, meine Güte. Null. Oder aus der Sicht von Stuttgart 0-4. Das war ein Foul.
Ist aber noch Vorteil laufen. Und jetzt gibt es wahrscheinlich nachträglich die gelbe Karte dafür. Schauen wir mal. Nee. Wow. 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 Harnik mit der Flanke zu Kazaki, glaube ich. Was. Und es geht wieder Eckball. 67. Nee, doch nicht. Gut, bin ich auch damit zufrieden. So, wir haben schon lange kein Longshot-Tor mehr gemacht. Und dabei wird es auch schon bleiben. Ne? So. Daube, ne? Zum Einwurf geklärt. Torrand, hätte er den getroffen, dann wäre es seine erste gelbe Karte bestimmt gewesen. Au, oh, Ibisevic. Ibisevic. Klasse. Longshot? Nee. Longshot? Eigentlich ja, aber... Ich wollte, aber er wollte nicht. Passt doch mal zu Pinia. Ja, geil. Das war die ungünstigste von den ganzen Situationen. Uiuiui, Eckball. Oder? War das noch knapp ein Wurf? Nee, war Eckball. Okay, Bayer. Schieß mal den Ball so rein. Also die Eckbälle sind einfach ultra kurios. 0-5. Team mit dem nächsten Tor. Schau es mal an. Ja. Ich habe da einfach spontan reingeschossen. Dann hatte ich Glück, dass T da steht. Und dann war das ja nur noch ganz einfach, da reinzuschieben, den Ball. Ah, da hat mich Nina mal ausgepisst. Besser. Sehr schön. Salik ist mir viel zu langsam. Salik, oh, 0-6, 0-6. Wird das hier Werder Bremen gegen Bayern München? Aus der letzten Saison, 0-7 hier oder was? 2 Minuten Zeit haben wir noch, Nachspielzeit nämlich. Oh, T, den hat er aber ganz schön weggeratzt, den Taski. Lalala. Funk. Aber ist ja eh egal, weil Bartels ja sowieso im nächsten Spiel wiederkommen würde. Achtung, jetzt noch mal ein paar Tricks. Nee. Gut. 0-6. 1-3, 0-6. Also. Ja. Schönes Spiel. Spielen wir uns natürlich an 2-10 Torschüsse. 45% Ballbesitz für uns. 55% für den Gegner. Ja, so kann es doch immer laufen. Wenn es immer so geht, dann wäre ich froh. Auch mal wieder zu 0. Haben wir gegen HSV zuletzt gehabt, vor 2 Parts war es schon jetzt her. Weiß gar nicht mehr. So, T ist auf jeden Fall bald soweit. Wenn nicht sogar im nächsten Spiel. Aber wir haben jetzt erstmal Winterpause hier. Transfers können wieder getätigt werden. Stuttgart gegen FC St. Pauli 0-6, Bayern gegen Leverkusen 0-0, Nürnberg gegen Hannover 3-1 und Frankfurt gegen Schalke 0-0. Das sind die Ergebnisse. Bayern, Leverkusen, Schalke sowie Hannover, Nürnberg und Frankfurt müssen dann wieder den Blick auf die Halbzeittabelle, also die Herbstmeisterschaftstabelle,
verderben. Die haben nämlich schon 18 Spiele, aber es ist trotzdem egal, 13 Punkte Vorsprung. Und ein Spiel weniger. Das heißt, wir können auf 16 aufrücken. Im nächsten Spiel geht es weiter. Wir haben noch ein Spiel in diesem Jahr, aber trotzdem beginnt schon die Rückrunde. Alles klar. Wolfsburg gegen FC St. Pauli, 16. gegen 1. Das sehen wir dann im nächsten Part. Ich muss jetzt erstmal die Kamera aufladen nach 4 Parts hintereinander. Geht schon wieder der Akku leer, leider. Aber naja, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.